Hallo und willkommen heute mal wieder zu einer Einzelwertanalyse. Heute geht es um einen der schlechtesten Werte der letzten 6 Monate im DAX, und zwar Covestro. Heute ist Dienstag, der 4. und wir haben im Moment 17.22 Uhr. Einer der schlechtesten Werte heißt, die Covestro reiht sich ein zusammen mit Deutsche Bank, mit Thyssen, mit Bayer und mit Lufthansa. Einer der 5 schlechtesten Werte. Zweistelliges Minus in diesem Jahr, zumindest in den letzten 6 Monaten. Hier, ich glaube, es war der 19.3. war die Börseneinführung für den DAX, also in den DAX rein. Vorher waren sie in den MDAX und dann waren sie in den DAX. Kamen sie in den DAX und das hat sich alles nicht so besonders gelohnt. Ich betone es immer, das war auch bei Wirecard so, in den DAX zu kommen, ist nicht nur Ehre, aber auch Bürde. Und hier war es eine Bürde. Wir sind hier im Tageschart. Wir fahren jetzt so ein paar Sachen hier auf. Und zwar heute hier eben an dem 4.6. ist das erste Mal, glaube ich, weiß nicht, wie oft das bisher passiert ist, nicht allzu oft, die Covestro, der erste Wert, 5, noch was Prozent, eine sehr schöne Tageskerze. Die ganze Zeit über, ich habe das auch bei Facebook und diversen Webinaren gesagt, bestand hier die Möglichkeit bei 41,30 so eine Art Doppelboden zu finden. Den hat sie unterboten und der Tiefskurs lag, und das war am Freitag, lag hier bei 38,42. Jetzt sind wir schon wieder deutlich höher mit 41,35 durch eine Kerze. Und diese eine Kerze vernascht 1, 2, 3, 4, 5 vorangegangen. Ja, je nachdem, wie der Schlusskurs gleich sein wird, 6, 7. Das ist grundsätzlich ein Zeichen dafür, dass da ein Impuls reinkommt. Das wird bestätigt dadurch, dass wir hier einen kleinen Dreh haben im MACD, sowohl über die traditionelle als auch über die moderne Sichtweise, aber auch die Stochastik findet sich jetzt hier eher positiv. Wir handeln über 20, das ist der Bereich, wo ich drauf schaue. Wir überbieten aber auch diesen ziemlich heftigen Downtrend, den wir hatten seitdem, was war das? Das war der 12.4. Und da waren sie noch um die 53, ne? Entschuldigung, ich lüge schamlos, 55,71. Den überbieten wir. Als ersten kleinen Widerstand haben wir die 20-Tage-Linie hier bei 42,35. Das ist der erste, das ist nicht mehr weit weg. Der eigentliche Widerstand ist allerdings dieses kleine Zwischenhoch hier. Das liegt bei 45,12. Das wird sich, weil morgen meines Erachtens nach das Band noch ein bisschen fallen wird, mit dem oberen Band verbinden. Und dann kommen Sie an diesen Bereich, den Sie das letzte Mal unterboten hatten. Und da muss man dann mal schauen, was Sie dann tun. Aber kurzfristig sieht es gar nicht so schlecht aus. Zurück zu diesem Doppelboden. Das war also möglich, dass sie hier hätte einen bilden können. Hat sie nicht getan. War ungefähr 3 Euro drunter und hat also noch mehr Frust reingebracht, der ohnehin schon vorhanden war. Also ich finde es hier grundsätzlich ganz interessant. Ich will mit euch kurz auf die Woche gehen. Jetzt verschiebt sich hier dieser Trend, bitte da nicht mehr so drauf schauen. Auch hier, die Technik kratzt auf Wochensicht wirklich auf den Boden. Die ist am Laternenpfahl ganz unten. Aber da ist noch keine echte Stabilisierung da. Mir gefällt die Tagessicht besser. Ich glaube also nicht, dass wir jetzt hier einen Trendbeginn, der hier oben irgendwo endet. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber es ist mal für das kurze Spiel durchaus interessant. Ich gehe zurück zum Tag. Jetzt gucken wir mal nach Scheinen. Für die eher hartgesottenen Trader. Die, die sich freuen, wenn der Wert mal 3-4 Euro relativ schnell steigt, bietet sich sowas hier an. Das ist eine Option von der UniCredit auf den 18.09. mit der Basis 38. Ich gehe mal hier hin. Das ist etwas unter dem letzten Verlaufstief. 38 auf den 18.09. Das heißt, die Basis verändert sich nicht. Das ist die Kennnummer HX9HKA. Das ist eine Möglichkeit. Jetzt gibt es für die, denen das wirklich zu eng ist, denn wir sprechen hier vom Hebel 12. Das ist für mich persönlich nicht allzu viel, aber es ist vielleicht einigen Leuten doch zu eng. Gibt es sowas hier, eine 36er, auch auf den 18.09. hat dann einen Hebel von rund 8 und das ist die Kennnummer HX9R1C, auch von der UniCredit. Jetzt ist ja so, wenn ich euch einen Call nenne, dann muss ich euch auch einen Put nennen. So, dann schauen wir mal nach einem Put. Meiner Meinung nach muss die Basis, der Knockout eines Puts, höher sein als dieses letzte Verlaufshoch hier, das heißt über 45. Der ist auch nicht für jetzt gedacht, der ist nur gedacht für den Fall, dass wir vielleicht nach 3, 4, 5 Tagen plus aus einem mir momentan nicht bekannten Grund unter dieses letzte Tief gehen, was wir am Freitag, beziehungsweise am Montag hatten bei 38,46. Erst dann kommt er ins Spiel, ist also lediglich für die Watchlist. Und da hätte ich sowas hier. 45,87 als Basis
unlimitierter Schein, also ein Open-End-Schein, der die Basis täglich verändert. Das ist die HX9R5Q. Das hat einen 9er Hebel. Also ich bin momentan der Auffassung, dass der Wert eher mal Potenzial hat als Risiko. Ich glaube durchaus, dass er diesen Bereich von 45 relativ locker nehmen kann. Das war jetzt schon eine vielversprechende Kerze. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.